Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! Sports fan. What's this? They've hired a star player. Oh, this match just gets more and more exciting. The team's looking true, Bob. I know that look, Jim. That confident saunter and walk. That team's been on the training ground. Oh, what's this? Budweiser. Well, some people know what's good. I hope you're ready for some violence and action. We should get some today, with one team having an edge over their opponents. On parchment, anyway. Ja, da playen wir doch mal eine Runde mit unserer Nordpol Chaos Squad. Huhu, von Koali. Yeah. Gucken Coin Toss. And wir sind heute ausnahmsweise mal... Playing against the Skaven is never easy. They're fast and annoyingly good at moving the ball about. You just gotta hit them square on, Jim. They'll go down like the scabby bags of fur they are. So, wir stellen erstmal wieder die Soundeinstellungen um. So, und dann bestätigen wir, spielen heute gegen Skaven. Gleich haben wir auch Zeit dafür, uns das gegnerische Team ein bisschen anzugucken. Natürlich haben sie wieder diesen nervigen Hackflemm Doppelkopf als Starspieler dabei. So, was haben wir denn hier? Nix Tolles. Guard ist immer ätzend. Ne. Guard. Der ist sowieso ätzend. Ausweichen. Ja. Der ist stark hier. Was hat der? Sprinten und Ringen. Ringen scheint hier ziemlich beliebt zu sein bei dem Team. Ja, muss man auch können, ne? Mit Stärke 3 Gossenläufer. Oh, fängt doch gut an für uns. Aber der Bero geht down. Und auch der Loredas geht down. Zumindest ist Blood Scorpion heute wieder mit dabei. Mal sehen, ob er seine Verletzung auskuriert hat. Und uns wieder mit schönen Casualties den Tag versüßt. So, wir starten doch auch direkt mal mit dem Blood Scorpion. Wiederholungswurf. Bringt nichts. So ein Ärger. Schade. Ja. Man kann nicht immer alles haben. Gehen wir in den Nahkampf. Ein wenig ereignisreicher Zug von uns. Aber naja. Schauen wir mal, was der Gegner macht. Zumindest haben wir jetzt ein bisschen Tackle im Team. Computer überlegt. Ratata. Was mache ich nur gegen die Sonderbrück Hell Squad? Ja, dieser blöde Hackflemm. Noch macht er nicht viel. Da kommt ein Blitz vom Ballträger. Gegen Cartman. Okay. Hauen ihn nach oben. Interessant.
Und hier fallen die Wiederholungswürfe vom Gegner, aber er hat auch hier eine Menge davon. Also. Er scheint sich hier auf der linken Seite einlisten zu wollen. Ja, wieder raus. Small, slippery and trivial. That's going to cost. Now it's the other. Diesmal nicht. Ist klar. Dann würde ich sagen. Geht's hier mal rund. Of the field, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. Ja, so weit kommt er natürlich nicht. So, hier haben wir einmal mit dem Kuriminus den ersten Block für uns in diesem Spiel und direkt eine Verletzung. Läuft. Kuriminus hat das trainiert. Ich weiß es. So, Frank. Auch hier hoffentlich was Folgenschweres für die Skaven. Ein gelähmt. Rüber zum Hackflem. Der Beru. Holt sich mal den hier. Wiederholungswurf. Ach, Beru. Ach, Mann. Auf den Beru ist seit seiner Verletzung kein Verlass mehr. Aber wir spielen ja auch wieder gegen sein Lieblingsteam, gegen Skaven. Mit Skaven und Gobbos kennt er sich aus. Not. Ja, mal sehen. Das könnte jetzt schon der Touchdown sein. Wir werden das erleben. Da kommt der Wiederholungswurf. Ah, sehr gut. Wir haben Glück. Und der gute Cartman haut hier den Defensivblock ziemlich gut rum. So, dann können wir hier mal den Blood-Scorpion jetzt endlich mal hauen lassen hier. Und K.O. So mögen wir unseren Blood-Scorpion. Hier schieben wir den Gossenläufer. Und Koali hat die Ehre, ihn in die Fans zu schieben. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. Und hier geht's noch weiter. Und wir haben Tackle. Und hauen den Kerl hier mal davon. Gelähmt. Und der gute Mischka kann den Ballträger mal hauen. Und hier stehen bleiben. So, der Hackflem muss jetzt auch mal dran glauben hier, denke ich. Wiederholungswurf. Leider ausweichen. Wir bleiben stehen. Hier. Einmal hüpf. Folgen. Folgen.
Alles klar, dann haben wir hier noch einen. Der kann mit einem Go for it mal nach hier oben. Sieht gut aus. Schauen wir mal, ob der sich hier durchtraut. Im Backfield haben wir noch den Bloodscrop entstehen. Auf jeden Fall hat der Ballträger das Game ein Problem. Der Ballwerfer hier vorne, was auch immer das soll. Hackflem möchte hier Richtung Ball. Gleich wieder raus. Warum ist er nicht gleich hier hingelaufen? Egal. Strange. Ah, hat der ein Glück. Der Beru wird hier ziemlich malträtiert vom Ballträger. Hat aber jetzt gleich auch vielleicht sogar die Möglichkeit, sich zu rächen. Und einmal in die Fans. Komm, Beru, das schaffst du. Ja, gerade so. Und der Ball geht in die Mitte. Und wir müssen ja in diesem Spiel auf Backfisch verzichten. Ist natürlich nicht ganz einfach, wenn wir einen Hauptballträger nicht haben. So, Kuriminus, Plastiklöffel, Cartman. Ich denke, wir nehmen den Ball erstmal mit Mischka relativ sicher auf. So, und schauen mal, dass wir mit dem verbliebenen Spielern hier ein bisschen Unterstützung hinkriegen. Der gute Blood Scorpion. Mal hier unterstützen. Gegen den Hackflem. Schauen, ob der Hackflamme auch was gegen Tentakel ausrichten kann. So. Beenden wir mal den Zug. Sieht gut aus für uns. Wir haben den Ball. Und, ja. Es liegen viele Skaven am Boden. Der nervige Hackflamme steht neben unserem Blattskorpion. Aber jetzt gibt es einen Blitz. Ein Negativblitz. Und er hat Ringen. Ja gut, dafür ist Ringen natürlich gut. Aber so viel hat es mir jetzt auch nicht gebracht. Also ja, der Kuriminus kann den Ball jetzt eigentlich einfach aufnehmen. Wir starten mal hier. Ah, abwehren, ist klar. Hackflem wird gehauen vom Blood Scorpion. Und nochmal. Und da geht er down. K.O. Ja, heute ist K.O.-Time beim Blood Scorpion. So, der Frank einmal hier auf den. Hier wird geprügelt. Die Skaven haben momentan noch keine Chance. Wieder jemand gelähmt. So, wie sieht das denn hier mit den Starspielerpunkten aus? Cartman könnte was gebrauchen. Ich glaube, ich versuche mal mit Cartman hier was zu reißen. Gehen hier mit dem Samu mal hin. Gehen hier noch jemanden an den Ball.
Einmal den Ball aufheben mit dem Mischka. Und passen auf den Cartman. Ah, der kann das nicht so gut, der Mischka. Ist nicht so gut wie Backfisch zumindest. Und Cartman kann den Ball nicht fangen. Schade, schade. Der Cartman kann auch eher schlagen als fangen. So, noch drei Züge und noch ein Wiederholungswurf. Da verlangen uns die Skaven einiges ab. Momentan sieht es ja ganz gut aus. Da geht auch der nächste Wiederholungswurf des Skaven. Oh, der Illyrio, das ist verletzt, Leute. Oh nein. Keine Auswirkungen. Dann nehmen wir den Apotheker nicht. Aber das ist eine Auswahl, der potenziell wehtun kann hier. So, einmal aufstehen hier. So, einmal hier schlagen. Der hat Ausweichen, aber wir haben Tackle. Super Investition. Nee. Hier liegen sie noch alle am Boden. Blitz mit Blattskorpion. Sehr schön. Keine Casualty, leider. So, dann nehmen wir mal den Mischka wieder. Und passen noch einmal auf den Cartman. Ich will den Starspielerpunkt. Sehr schön. Ali ziehen wir mal hier hin. Dann faulen wir mal mit dem Bero. K.O. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ein Blitz hatten wir schon. So, einmal hier hin. Und dann beenden wir den Zug. Ein bisschen herauszögern den Touchdown. Ich denke nicht, dass da noch so ein Skaven schön Richtung Ball kommt. Und da ist der Defensivblock gelähmt. So, wir haben noch zwei Züge, das heißt, wir können in dieser Runde noch ohne Probleme prügeln. Aber hier haben wir momentan nicht viel zu lachen, was die Casualties angeht. Prügelt Siri! Da geht noch einer in die K.O.-Box. Das sind alles keine Starspielerpunkte, Leute. So, den Koali wieder hier hin. Dem. Also das ist nicht der Koali, das ist der. Doch, ist er wohl. Da ist der Bero. So. Mischka. Wir haben noch einen Blitz, den wir jetzt benutzen. Und wir den auch noch umhauen hier. So, Bero, faulen! Und gelähmt. So, und du gehst mal nach hier hinten. Du hast jetzt noch einen Zug frei. Da kommt ein Blitz. Oh, hauen sie Plastiklöffel sogar um. Aber sonst passiert hier nichts. Und wir machen den Touchdown mit Cartman.
Guck dir nicht grimmig, der Karten. Atme nicht so grimmig. War ein Touchdown. So, und dann hoffen wir mal, dass wenig K.O.s von den Skelben wieder kommen. Eigentlich, ja, drei bleiben nicht draußen. Wen wechseln wir denn ein? Der Manu kann eigentlich auch nochmal draußen. Preak lassen wir mal drin. Der hat wenig gespielt bisher. So, Hackflem. Plastiklöffel geht auch mal hier oben hin. Ali auch. Und Cartman auch. Und B, wo ist denn unser Mischka? Wo ist denn der Mischka? Greek? Cartman? Ali? Riminus? Plastiklöffel? Manu? Wo ist der Mischka? Bin ich blind? Da ist er. Bero, nach vorne. Und wisst ihr was? Der Bero hat immer so Probleme mit den Skaven. Den tauschen wir mal gegen den Manu. So, und bestätigen das Ganze. Ball. Und wir können uns ein Feld bewegen. Das ist sehr schön. Wir dürften eigentlich. Hatte Kuriminus halt jetzt den Ball. Alles klar. So, Preak fängt mal an mit der Prügelei hier. Alles klar. Lissack. Schieben. War nicht so sonderlich gut, Lissack. Und hier wird weitergeschoben. So, und Blood Scorpion. Ausweichen. Ja. Und nochmal schieben, das heißt, wir haben jetzt zumindest drei Leute in der... vier Leute eigentlich in der Tentakel-Range. Kriminus hier rüber. Gib mal den Ball an Plastiklöffel. Sehr gut. So, was machen wir hier? Machen wir mal einen Blitz mit Koali. Und diesen Feldspieler hier. Cartman geht auch noch was nach vorne. Manu. Schnappt sich den da. Und zumindest einen Chaoskrieger halten wir mal in Reichweite zum Beiträger. Und dann sind wir auch schon wieder fertig. Wenn irgendwie möglich, versuchen wir den Touchdown mit Cartman zu machen, damit er einen Aufstieg kriegt. Und der Cartman wollte ja Claws bekommen. Eigentlich wäre Tackle für ihn eigentlich cooler, aber ich halte mich an die Vorgaben, die der Cartman mir über Skype geschrieben hat. Aber man sollte noch nicht zu lange überlegen, vielleicht passieren hier noch Dinge. Ne? Dinge passieren. So, Wiederholungswurf und der Defensivblock läuft. Gelähmt.
So haben wir das doch gerne. So, wo ist denn der Starspieler? Der möchte von Blood Scorpion verhauen werden. Ein Minus. Warum hat er Minus? Okay, das war Dummheit von mir. Das ist nicht gut gewesen von mir. Nicht überlegt und Blood Scorpion geht down. Naja, aber so viel passiert jetzt hier wahrscheinlich trotzdem nicht, hoffentlich. Stehen relativ sicher da. Da kommt er mit dem Blitz gegen den Manu. Autsch. So, hier kommt gleich ein Einser-Block bestimmt. Freak wird auch umgerissen. Und ist sogar gelähmt. War schon mal besser. Ja. Aber Leute, noch haben wir den, den Ball und so. Aufstehen. Guriminus einmal hier zur Unterstützung neben den Cartman. Komm, Cartman. Casualty. Naja, gelähmt. Immerhin. So, hier können wir noch unterstützen. Aufhauen und folgen. So, wir haben noch eine gute Aktion mit unserem Blood Scorpion. Und bam! Wieder nur gelähmt, leider. Dem Lesrack hin. So. Einmal mit Plastiklöffel nach vorne. Und einmal den Ball übergeben. So, damit hier der Ball ein bisschen sicherer ist beim Guriminus. Und ja. Außerdem haben wir ein Feld gut gemacht. Hackflamm geht nach vorne. Da kommt der Blitz gegen den Chaoskrieger. Was auch immer das soll. Oh, Samur ist tot. Nein, 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 nein. Wir haben noch einen Apotheker, Leute. Apotheker. Knöchelbruch, minus 1 auf Bewegung. Das ist besser als tot. Oh, Samur. Eieiei. Zwei Chaoskrieger verletzt. Ich hasse es gegen. Und hier auch noch mit Defin, mit dem Negativblock, so viel Glück. Das war jetzt ein starker Ausfall.
Das ist nicht so schön. So, hier haben wir immer noch einen Zweier. Ja, zumindest ein K.O. wieder erreicht. So. Der Hackflemm wird jetzt geblitzt. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. Und zwar neben unserem Blattskorpion. It took 3 days to piece the body back together. Wir beenden den Zug ohne Raumgewinn. Aber momentan ist der Ball da am sichersten, wo er jetzt gerade ist. Boah, ey, Samu, von einem Gossenläufer getötet. Also. Manu wird geschubst. Und wieder ein Einser-Block gegen den Lesrak. Boah, jetzt haben sie 3 Chaos-Krieger rausgekloppt, ey. Das ist ja mal hart. Also die haben echt ein Glück, was die Verletzungswürfe angeht. Meine Güte, Prügelskaven, hm? Komm, Hackflemm, muss dran glauben. Immerhin gelähmt. Kap man den. Besser doch, da war nur. Mal ein Feld gut gemacht mit dem Ball. Blitzen einmal hier gegen den. Nehmen mal den Wiederholungswurf. Und folgen. Und werden nochmal den Ball ein bisschen mehr absichern. Zug beenden. Also es sieht auf jeden Fall momentan, was das Gewinnen oder Verlieren des Spiels angeht, ziemlich gut aus. Also ich glaube, dass wir, wenn wir defensiv spielen, keinerlei Probleme haben werden. Unsere K.O.-Box macht mir ein bisschen Sorgen. Aber es gibt solche Spiele halt. Ne? Ja, ist sehr gut. Okay. Plastiklöffel, machen Sie den Weg frei. Bleiben. Frank, der letzte Chaoskrieger, der uns noch verblieben ist. Gelähmt. So, der Cartman geht jetzt mal nach da. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, und hier werden wir den Ball jetzt übergeben. It took 3 days to piece the body back together. Successful. Läuft. I like what I'm seeing. Hier können wir mal einen Blitz machen.
Und wir haben Block und der Gegner nicht. Was immer ein gutes Zeichen ist. So, Zug beenden. Bin gespannt, was CS Gaven jetzt draus macht. Wir haben noch zwei Züge, um den Touchdown zu machen. Und der Cartman hat den Ball jetzt auch inzwischen. Das ist ganz gut. Na, traut sich der Hackflamm aufzustehen? Ja, tut er. Allerdings macht er sonst nichts mehr. Ja. Sehr gut. Mischka hat Gott sei Dank ausweichen. Und hier unten wird auch nochmal geblockt wegen dem Preak. Der Preak ist gelähmt. Aber was die Rüstungswürfe angeht, hat unser Gegner echt gerade ordentlich Glück. So, wir schubsen den mal weiter. Und da geht er zu Boden, der Flamm-Zweikopf. Wir haben unseren Bloodscorpion genau da, wo wir ihn haben wollen. Eine Reichweite von 3 Spielern. Plastiklöffel, machen Sie wieder mal den Weg frei. Aber noch hier. Folgen. Wir gehen noch auf Nummer sicher und machen mit Cartman jetzt den Touchdown. Damit haben wir ihm den Aufstieg verpatzt, verpasst. Und gleichzeitig den sicheren Sieg. Darauf einen Schluck aus der Pulle. So, ja, wir haben leider 2 Chaoskrieger weniger. Der Gegner hat noch 2 Züge. Und weil wir ja hier schicken. Ja. Da ist er gelähmt. Also wenn eins hochkommt, kann der Gegner noch einen Touchdown schaffen. Aber wie ich den Computer kenne, wird er das nicht schaffen. Er spielt zu konservativ. Der müsste jetzt schon einiges riskieren, damit er wenigstens noch einen Touchdown kriegt. So, Ball aufheben. Läuft. Und der Bero wird gehauen. Achtung, Achtung, Rüstungswürfe sind heute gut bei den Skaven. Aber nicht gegen Bero. Gott sei Dank. Ah, ist das ärgerlich, dass wir das nächste Spiel mit einem Chaoskrieger weniger spielen müssen. Nicht so cool. Ja, da läuft er wieder durch 1000 Tackle-Zonen durch. Rein theoretisch ist es möglich für ihn jetzt hier noch was zu reißen. Wir haben noch keinen Tackle mehr auf dem Spielfeld. Doch, wir haben noch den Lesrak. Komm, Lesrak. 2 Go for it. Gegen den Hackflamm. Wiederholungswurf. Sehr gut. Der Tackle hat gut funktioniert.
So, jetzt wird er gefault, der Sack. Hier schön noch Platz machen. Haben wir den noch daneben? Oder nicht? Der kommt auch nicht mehr dahin. Hier können wir noch einmal hauen. Immerhin noch mal ein K.O. So, wer fault denn? Ich glaube, der Cartman fault. K.O. So. Dann haben wir hier auch alles frei. Können wir hier noch einmal hauen. Lähmen. Und dann war das unser letzter Zug. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was der Computer macht. Und freuen uns dann über unseren Sieg gegen die Skaven. Na gut, es hat uns 2 Chaoskrieger gekostet. Aber Sieg ist Sieg. Na? Computer lotet seine Möglichkeiten aus. Ja, du wirst keinen 17. Zug haben, mein Freund. Dit wird nix. Tail, Jim. All you need is the tail. Wieder ein kleiner Skaven-Käfig um den Ball, der total unnötig ist. Na. Und 0-2 gehen wir raus. Und der Manu hat den Spieler des Spiels gemacht und hat seinen Aufstieg verdient dadurch. Sehr, sehr stark. Schauen wir doch direkt mal rein. Auf unsere Spielerliste. Hier leider der Samu verletzt, hat nur noch Bewegung 4. Das ist sehr, sehr scheiße. Gut. Der bewegt sich eh meistens nicht so viel, aber Bewegung 4 ist schon echt schlecht. So, Cartman hat den Aufstieg. Gucken, was er kriegt. Oh, er kriegt einen Pasch. Ich hatte dem aber versprochen, dass er Klaue kriegt. Das heißt, wir werden das auch durchführen. So, und der Manu, Stufe aufstiegen und eine 7. Wir verpassen dem, glaube ich, Tackle. Wir haben ein bisschen wenig Tackle momentan im Team. Und die Spieler mit Ausweichen nehmen noch ein bisschen Überhand momentan. So, und dann haben wir auf jeden Fall mit dem Manu da einen Spieler, der da ein bisschen gegen arbeiten kann. Sind wir 1, 2, 3. 3 Spieler mit Tackle. Tendenz steigend. Hier, das ist immer noch übel hier mit. Verliert einen Punkt Geschicklichkeit. Naja. Ich glaube, wir können uns nochmal den Club angucken. Schauen, ob wir uns ein Upgrade leisten können. Auf die Stufe 3. Ja. Bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Das nächste Mal geht es gegen Hochelfen. Da tun wir uns traditionell schwer. Und wir haben einen Chaoskrieger weniger.
Seid gespannt. Bis dahin, have fun, euer Quali. Tschüss. Yeah.